Herzlich willkommen zu Folge 15 bei Civilization 6 und unseren Indern und Chandragupta. Das letzte Mal zu Beginn der Folge war hier noch eigentlich alles rot-rot vom polnischen Katholizismus. Das hat sich inzwischen geändert. Wir haben es in der letzten Folge geschafft, mehr oder weniger fast alle Städte der Polen zu bekehren und mit ihnen auch fast alle Apostel dem Gar auszumachen. Einer läuft hier, glaube ich, noch rum. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch irgendwo welche gibt, aber ich meine, die meisten haben wir uns dann doch irgendwie einverleiben können. Und das Schöne ist, die Polen haben sozusagen ihre Religion verloren und können eigentlich auch nichts mehr dagegen tun. Das hilft uns auf jeden Fall, unsere Religion weiter hier im Land zu verbreiten. Die nächsten Ziele, die wir haben, wären dann eventuell die Deutschen oder vielleicht auch die Inka, vielleicht aber auch die Holländer, naja gut, die sind weit weg, oder die Maori. So, das müssen wir uns jetzt einig werden, das ist das Ziel für diese Folge und wir müssen da ein bisschen strategisch klug vorgehen. Ich hatte das letzte Mal schon gesehen, die Maori hier unten, mit denen sind wir gerade im Kriegszustand. Das müssten wir eigentlich schon bald wieder beenden können. In zwei Runden können wir Frieden schließen. Vielleicht sollten wir versuchen, das schnellstmöglich zu machen. Solange ist das hier auf jeden Fall Sperrgebiet. Nummer zwei wären die Inka, aber auch die sind sehr, sehr unangetan von uns. Auch da würde ich sagen, müssen wir vielleicht versuchen, das erstmal klug zu umschiffen. Mein Ziel, und da könnten wir jetzt ja gerne überlegen, wie wir es werden, und da mache ich jetzt die Religionsansicht gerne nochmal auf, wäre es, so eine kleine Bresche zu schlagen. Sprich, wir versuchen hier die Deutschen einzunehmen, mit denen sind wir nämlich sehr, sehr gut. Und wir haben ja auch schon Handelswege dahin geschickt. Das heißt, wir würden jetzt anfangen, unsere Apostel gen Westen zu schicken. Städte lassen wir mal weg, die werden wahrscheinlich nach und nach eh zu uns konvertieren. Also gen Westen zu gehen und die Deutschen zu überzeugen, alle deutschen Städte einzunehmen und dann durch Druck, der hier in Laventa in den kleinen Städten entsteht, nach und nach das Ganze hier zu bekommen. Wir müssen natürlich irgendwann auch mit den Maori kämpfen, wir müssen auch Amsterdam machen, aber die Inka haben hier auch schon eigentlich keine vorherrschende Religion, die gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Cusco hat noch den Konfuzianismus von den Inka und noch ein paar deutsche Städte, aber letztendlich ist das ein kleines Licht im Religionskosmos. Das viel größere Licht ist das nämlich der Protestantismus, das der Amsterdamer bzw. der Holländer und Niederländerin Wilhelmina. Und das müssen wir eigentlich am Ende dann besiegen. So, letztendlich haben wir jetzt die erste Etappe geschafft. Die Polen waren relativ stark in der Religion. Das Ganze hat sich jetzt erledigt. Das Einzige, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, ist eben Radon. Das gehört jetzt noch denen, aber das sollte wohl relativ schnell auch kippen. So, wir können mal gucken, wie es denn hier eigentlich religiös aussieht. Ich glaube, die Leute, kann man das nicht eigentlich auch ansehen, wie viele so dazu. Ah ja, hier unten. 4 und 2, ja gut, das sollte sich dann relativ schnell ausgehen. Hier oben brauchen wir nicht. Und dann haben wir noch eine polnische Stadt, nämlich Tarnów. Und da sollten wir auch nochmal unsere Religion verbreiten, einfach um sicher zu gehen, dass hier nichts passiert. So, das wäre dann erstmal alles, denke ich mal. Hier gibt es auch noch Cardiff, die hat auch noch die Stadt, aber die wird auch keine Apostel rekrutieren. Und hier in München, sowas passiert eigentlich auch nichts. Also ich glaube, das sollte eigentlich kein Problem mehr sein. Das haben wir geschafft. Also ein erstes großes Ziel haben wir schon erledigt. Wir haben eigentlich mit den Städten und dem Output sind wir eigentlich auch ganz zufrieden. Wir produzieren inzwischen 300 Glauben pro Runde. Das ist schon eine ganze Menge, das könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein. Aber grundsätzlich sind wir da, glaube ich, schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben jetzt auch nochmal neue Bezirke geplant. Wir haben hier nochmal einen Unterhaltungsbezirk gebaut, planen hier auch nochmal mal ein Theaterbezirk, also wir machen da schon einiges für Kultur und auch Annehmlichkeiten. Ich denke, insgesamt können wir mit dem ganzen Ausgang des Spiels bisher doch sehr, sehr zufrieden sein. Was wir noch machen könnten, wäre übrigens hier noch einen weiteren Bauernhof zu kreieren. Wir haben hier nämlich noch eine Handwerkerladung übrig, aber wir wollten uns ja sowieso mal demnächst über Handwerker unterhalten und eigentlich eine ganze Menge Geld dafür ausgeben. Sollte der Humanismus erforscht sein, werden wir auf jeden Fall mal eine Runde Handwerker einwerfen, Handwerkerkarte rein und hier, die haben dann wieder mindestens 6 Verbreitungen. Dementsprechend, glaube ich, sind wir dann ganz gut aufgestellt. Dann sollten wir vielleicht nochmal so 3, 4 Stück produzieren und die dann von Osten langsam Richtung Westen schicken und alles, was so irgendwie modernisierbar ist, dann gleich mal uns einverleiben, ne? Ja, ansonsten sieht es doch eigentlich ganz rosig aus, würde ich sagen. Wir kreieren jetzt schon hier unsere nächste Welle von Aposteln. Hier unten haben wir auch noch ein paar. Wir müssen mal gucken, was wir mit denen machen. Ich will die jetzt nicht verschwenden für so Städte wie Mittler oder Johannesburg. Das finde ich Quatsch. Wir sollten aber gucken, also vielleicht sollten wir die hier unten schon mal lassen
Und die so ein bisschen, wenn sobald wir den Kriegszustand beendet haben mit den Maori, dann können wir nämlich erstmal auch keinen Krieg mehr erklären. Dann sind wir nämlich eigentlich relativ sicher und dann können wir die nämlich auch hier reinschicken. Das sind auch gar nicht mehr so viele. Ich glaube, das sind nur noch diese drei Stück hier. Ich weiß gar nicht, wie haben die noch Verbreitungen? Eine Verbreitung. Vier Verbreitungen, das ist, glaube ich, unser Disputant, oder? Ach ne, der hat noch vier Verbreitungen. Wo ist denn unser. Ah ne, der Disputant ist hier oben. Genau, der ist eh woanders. Der hat auch noch vier Verbreitungen. Das heißt, die sind auch noch relativ stark hier. Und ich glaube, der hat auch noch. Der hat vier, acht. Guck mal, das sind noch neun Verbreitungen, dass wir mit den Maori auf jeden Fall irgendwie Frieden schließen und dann hier ganz, ganz schnell anfangen, die zu bekehren. Die haben auch keine eigene Religion. Die sollten da relativ entspannt bleiben. Und ja, dann den Apostel, der muss natürlich auf jeden Fall noch weg. Und dann haben wir hier eigentlich noch den Kaplan, der allerdings nicht so funktioniert, wie ich das mir gedacht habe. Der funktioniert nämlich vor allem militärische Einheiten und keine religiösen Einheiten. Das ist ein bisschen schade. Den haben wir jetzt ein bisschen verschenkt, aber dann werden wir den einfach auch für den Kampf benutzen und dann dementsprechend vielleicht in unseren Städten einfach irgendwie heilen. Wir haben eine heilige Stätte, dann können wir die erstmal hier parken und dann irgendwie Richtung Westen ziehen, die dann vielleicht dann mit den beiden hier verbinden, denn das wird unser nächster Glaubensraubzug, könnte man es fast sagen. So, also das haben wir entschieden und ich würde sagen, dann machen wir gleich mal eine Runde weiter und hoffen, dass der hier auf jeden Fall überlebt, dass da nichts passiert. Na, guck mal, der zieht auch weg. Da ist, da ist noch ein Apostel. Das, hatte ich jetzt nicht so auf der Kette, aber gut. Der hat aber auch nur noch eine, ne, der hat zwei Verbreitungen. Da müssen wir uns dann auch nochmal drum kümmern. Wir können hier in Kular unsere Einheit auch Man darf den heilen. Glauben an die Menschheit nicht verlieren. Die Menschheit ist wie ein Ozean. Wenn ein paar Tropfen des Ozeans schmutzig sind, ist nicht gleich der ganze Ozean verschmutzt. Genau, wir gucken uns das gleich in Ruhe an. Erstmal möchte ich mich weiter mit dem Glauben beschäftigen. So, der ist auf jeden Fall schon mal platt. Das ist sehr gut. Das hilft dann auch nochmal in den Städten. Damit sind Kola und so weiter auch jetzt unserer Religion zugetan. Und wir üben jetzt auch schon auf jeden Fall Druck auf die Nachbarstädte aus. Das ist sehr, sehr schön. Und das ist auch sehr wichtig. Dann sollten wir eigentlich mal hier die Attacke starten. Den schwächen wir zumindest schon mal sehr, sehr stark. Ja, so stark, dass er eigentlich gar keinen Einfluss mehr hat. Mit denen können wir noch keinen Frieden schließen. Erst nächste Runde. Wir werden die jetzt gleich mal sammeln. Der hat noch eine Verbreitung. Kommt der hier unten? Der könnte auch von hier unten rankommen. Aber gut, wir machen es jetzt einfach mit dem hier. Der ist jetzt auch gerade da. Und damit ist auch diese Stadt konvertiert. Und dementsprechend sind wir dann, glaube ich, fertig mit der ganzen Geschichte. Es gibt nochmal einen Zeitalterpunkt. Das ist sehr, sehr schön. Damit haben wir 115 und damit auch ein goldenes Zeitalter demnächst. Wunderbar, das hat auch schon mal sehr, sehr funktioniert. Und ihr seht ja auch mit der Wirtschaftsgeschichte, das war, also mit Fes, das ist wunderbar. So, nächster Apostel ist bereit zu rekrutieren, das machen wir auch gleich. Wir werden die schon mal wieder verschieben, also Richtung Shinguetti und sowas. Wir werden die mal hier oben sammeln, denn wir wollen ja dann Richtung Westen. Und in Delhi werden wir jetzt den nächsten Apostel rekrutieren. So, unsere militärischen Einheiten können wir, glaube ich, auf jeden Fall erstmal wieder hier Richtung Radom verschieben. Ich würde, glaube ich, ganz gerne noch eine Einheit hier in Delhi haben. So ein bisschen in den, ich sag mal, in den grenznahen Städten, die ja doch ein bisschen gefährlicher leben. Das sollte passen. Dann wäre es vielleicht auch noch mal ganz interessant, wenn wir hier nach Kola demnächst mal Moksha rekrutieren. Kola liegt ja sehr, sehr mittig hier und kann auf jeden Fall eine ganze Menge Druck auf die umliegenden Städte ausüben, vor allem dann auch in die Nähe der Inka. Und ich finde, da wäre es sehr, sehr gut, dass wir danach jetzt mal lang da auch anfangen, ein bisschen was zu machen, Gouverneurtitel zu generieren und eben dann da mal Moksha installieren mit den gegebenenfalls guten Boni. Ich glaube, das ergibt einiges an Sinn. Den lassen wir mal in Mithila zur Sicherheit. Wir werden den jetzt nicht benutzen zum Verbreiten der Religion. Das machen wir später. Und wie gesagt, hier oben sind wir dann ja relativ gut aufgestellt. So, das passt schon mal. Dann haben wir den Handwerker, der da auf jeden Fall noch den Sumpf
trocken legt. In Radom gucken wir jetzt mal, dass wir jetzt die Handwerkerkarte auf jeden Fall erstmal reinbringen. Also wir werden jetzt mal ein bisschen was gucken, ändern müssen. Produktion für Wunder. Ja, wir werden die noch drin lassen müssen. Wobei, wir haben doch hier unseren guten Ingenieur. Es könnte durchaus sein, dass das reicht, die Basilius-Kathedrale zu machen. Deswegen würde ich das vielleicht sogar rausnehmen und dafür an diese Stelle die Handwerkerkarte reinpacken. Das könnte hier Sinn ergeben. Auch wenn wir hier gerade noch super viel Boni bekommen, da müssen wir auch mal gucken, dass wir nachträglich da ein bisschen besser werden. Aber ich würde sagen, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal neue Handwerker. Alles andere ist okay. Die Loyalitätskarte lassen wir noch drin, bis wir das goldene Zeitalter gesichert haben. Und dann kaufen wir uns hier mal ein paar Handwerker. Die kosten inzwischen eine ganze Menge, aber wir sparen immer noch eine ganze Menge Geld dadurch. 535 kostet einer, aber der hat dann eben 6 Verbreitungen. So, wir wollten jetzt weiter Richtung Aufklärung, dann später natürlich auch in neue Handelsregionen und so weiter. Deswegen die 4 Runden würde ich jetzt auf jeden Fall erstmal dafür nutzen, dass wir hier ein paar Handwerker kreieren, die dann ein bisschen was also für uns regeln können. Vielleicht müssen wir es auch noch mal ein bisschen länger ziehen. Wir könnten zum Beispiel in der Zeit auch versuchen, ein paar unserer strategischen Ressourcen nochmal zu verkaufen. Will noch jemand Pferde haben? Nee. Ich glaube mal, ein Pferd für ein Gold können wir hier verkaufen. Ich glaube, wenn wir das jetzt machen, dann... Nee, der verkauft auch nichts. Okay. Wie sieht es mit Eisen aus? Eisen brauchen wir noch für unsere Kürassiere. Salpeter wollten wir, glaube ich, auch nicht verkaufen. Offene Grenzen könnten wir anbieten, will aber niemand haben. Will jemand das große Werk haben? Wilhelmina möchte das große Werk haben. Das könnten wir eigentlich weiterverkaufen, denn eigentlich brauchen wir das gar nicht. Für 8 Gold, für 9 Gold pro Runde nehmen wir das ganz gerne. Dann im Forschungsbaum sind wir in der Ballistik, da machen wir jetzt auch eine ganze Menge Fortschritte. Kürassiere ist das nächste, dann müssen wir dann schauen, dass wir dann als nächstes, wenn wir das Geld dann haben, da mal ein bisschen was investieren. In mehr Geld pro Runde wäre auch ganz schön, glaube ich. Wir haben jetzt relativ viele Handelswege, wir machen relativ viel Geld, aber ich denke, da ist noch ein bisschen was drin. Da können wir sicherlich noch ein bisschen was generieren. Hier in Radom ist noch ein Handelsbezirk zu bauen und so weiter. Da ist noch ein bisschen was möglich. Ich denke, da sollten wir uns auch nochmal befassen. So, dann. Dann müssen wir mal schauen, wie wir hier in Radom weitermachen. Wir haben hier theoretisch noch die Möglichkeit, diverse Bezirke zu bauen. Wir haben erst 2 gebaut und wir hätten hier auch die Möglichkeit, noch mehr zu bauen. Denn ich würde hier gerne nochmal in die Planung gehen, zu schauen, was wäre denn hier möglich. Was ich gerne hier unten machen würde, wäre tatsächlich ein... Also wir müssten noch einen theoretischen Campus stellen. Den würde ich ungern hier ins Matterhorn stellen, auch wenn wir hier 3 Berge haben, wegen den guten Erträgen. Fände ich das hier ein bisschen verschenkt. Ist vielleicht aber auch nicht ganz so wichtig. Ein Campus könnte man zum Beispiel auch hier unten hinstellen. Was ich für wichtiger wäre, wäre zum Beispiel ein Lager, was wir allerdings nicht hierhin platzieren könnten, sondern müssten das auch vielleicht Richtung Vulkan stellen. Würde aber grundsätzlich noch eins gerne hier befürworten, wegen Zwecks, also aufgrund von Verteidigungszwecken, fände ich das schon ganz sinnvoll, hier auch ein Lager zu bauen. Was wir auch gut vorstellen könnte, weil wir dann doch die ganze Menge Minen haben, hier nochmal einen Industriebezirk zu stellen. Wir könnten auch überlegen, hier ein Aquädukt zu bauen, um Radon nochmal zu stärken. Hier ist Salpeter. Warte mal. 2, 3, das könnten wir uns sogar einfallen. Lass uns mal ein bisschen planen. Da kommt er mit Warschau im dritten Ring natürlich auch gut ran. Oh, ich würde ihm das sehr gerne wegschnappen. Kriegen wir das hin? Warte mal. 120 das hier. Das wird in 4 Runden zu uns gehören, aber ich glaube, das ist mir jetzt zu heikel. Der hat hier überall schon 3, das heißt, der breitet sich nur noch in die Richtung aus. Und Salpeter wäre das nächste. Ich würde es gerne versuchen. Lass uns das einmal kaufen. Eigentlich würde ich die ganzen Felder hier oben kaufen, ne? 1, 2, die alle 3 oder 2 weg sind. Das wäre super, wenn wir eigentlich alle Felder haben, auch das Vulkanfeld. Da müssen wir tatsächlich jetzt mal Geld ausgeben für. Das ist ein bisschen übertrieben, aber mein Plan wäre es tatsächlich hier... Einen Staudamm können wir natürlich leider nicht mehr bauen. Ich glaube, hier können wir keinen bauen, oder? Nee, da kommt leider keiner hin. Schade. Das wäre noch super gewesen. Lass uns mal überlegen. Wenn hier ein Aquädukt steht. So. Dann wäre hier oder hier ein sehr, sehr guter Platz für einen Industriebezirk. Das Vulkanfeld würde ich rauslassen.
Dann wäre hier ein guter Platz für das den Industriebezirk. Und ich glaube, hier wäre der einzige Platz für einen Staudamm, den wir aber hier nicht bauen können, weil wir immer mindestens zwei Wasserfelder dafür brauchen. Das ist ein bisschen gefährlich mit dem Industriebezirk hier. Bei Überflutungen ist es vielleicht auch nicht ganz so klug, aber das neben dem Vulkan zu stellen, ist genauso wenig klug. Vielleicht ist das hier aber auch nicht der richtige Standort dafür. Müssen wir jetzt auch nicht unbedingt jetzt entscheiden, aber könnt ihr ja mal überlegen. Ich würde auf jeden Fall gerne das Salpeterfeld und auch diese drei Felder noch gerne kaufen. Die sind schon sehr, sehr gut. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen investieren. Gut, merken wir uns gleich mal, dass wir das vielleicht noch ein bisschen strecken. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal das. Und dann können wir eigentlich an dieser Stelle auch weitermachen. Mehr haben wir, glaube ich, nicht zu tun. Genau. Also, nächste Runde. So, der haut dementsprechend noch ab, klar, der hat Angst. Ich würde sagen, wir verfolgen den mal mit unserem Kaplan. Ein Bonusdorf entdeckt, okay, spannend. Gucken wir uns gleich alles in Ruhe an. Erstmal schicken wir unsere Einheiten natürlich hier hin. Ich muss mal gucken, wie viel Bewegung hat der da. Beförderung, oh, Disputant. Hallo? Hätte ja nicht besser sein können für uns. So, dich möchte ich eigentlich mal hier runterschicken, damit du im Zweifel dem anderen entgegenkommst. Denn du sollst hier den so ein bisschen im Rücken haben. Der andere kommt von der anderen Seite. Ich denke, das ist gut. Dann werden wir uns mal hier grenznah aufstellen, um uns dann schon mal zu rüsten für den weiteren Überfall. Und wir gucken mal, ob die vielleicht hier mit uns Frieden schließen wollen und wir vielleicht noch ein bisschen Geld rausschlagen können. Können wir in dem Moment nicht. Ist aber egal. Wir nehmen einfach den Frieden an und dann sind wir nämlich auch geschützt und können jetzt erstmal mit den Maui weitermachen, mit dem Bekehren. Wohnraum in Kolar benötigt. Kauf mit Glauben möglich und wir haben einen tatsächlichen Bonusdorf freigeschaltet. Da oben ist noch witzigerweise. Oh, das ist natürlich doof jetzt. Okay, dann schicken wir einen der und Einheiten wieder zurück. Erstmal wegen dem Schwertkämpfer und zweitens wegen dem Bonusdorf. Da möchte ich dann doch noch mal hin. Genau, unsere Einheiten können hier bleiben. Dann in Agra müssen wir produzieren. Moschee, Universität oder Bank? Ich würde sagen, Bank ist jetzt irgendwie das Wichtigste. Der braucht nichts machen. Ja, der kann auch, glaube ich, nicht weiterlaufen, deswegen kann der da auch bleiben. Dann der Handwerker. Was machen wir jetzt mit dem Handwerker? Wir gucken erstmal, dass wir hier ein paar Geländefelder kaufen. Allen voran das Salpeterfeld. Dass wir uns die Möglichkeit zumindest offen halten. Ich würde es erstmal nicht nehmen, aber wir werden es auf jeden Fall bewirtschaften. Dafür sind die Erträge hier zu gut. Dazu kommt, dass ich den Handwerker erstmal lieber für die Felder einsetze, die hier oben so rumschwirren. Wir können überlegen, die Weide noch zu modernisieren. Wir könnten die auch theoretisch roden. Ich glaube, in dem Moment würde es tatsächlich gar keinen Sinn machen, die zu roden. Mal zur Zweifel die dann auszubauen. Hier wären auf jeden Fall noch Minen möglich, die wir auf jeden Fall platzieren sollten. Die geben auch noch mal eine ganze Menge Produktion. Wir sollten uns vielleicht noch mal ein bisschen besser aufstellen. Okay, dann wollen wir natürlich unseren. Ja, okay, das bringt uns 5 Runden. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es ist immerhin etwas. Hoffen wir mal, dass das irgendwie passt. So, wir werden uns jetzt noch die beiden anderen Felder kaufen hier. Das Vulkanfeld und das Waldfeld. Und dann sind wir, glaube ich, hier relativ abgesichert. Alle anderen Felder bekommt er nicht von der Seite aus. Das heißt, Radom hat sich dann auch super entwickelt und wir sind dann da ein bisschen frei. Ich würde sogar als nächstes das Aquädukt bauen. Einfach um hier ein bisschen mehr Wohnraum auch zu generieren in Radom. Das sollte dann auf jeden Fall passen. Dann haben wir das auch schon mal geschafft. Genau, Apostel sind da. Der Apostel rennt hier hinterher. Den werden wir dann auf jeden Fall die beiden werden wir heilen und dann
werden wir die hier erstmal parken in Kolar. Das sollte da erstmal passen und die beiden machen dann hier unten weiter. Oder die drei. Genau, die können sich jetzt erstmal ausruhen. Der kann sich ausruhen. Und dann gucken wir mal, wo der jetzt hinzieht. Der zieht natürlich genau in unsere, tappt natürlich damit genau in unsere Falle. Der wird jetzt nicht wegziehen können. Wir haben einen mega kolossalen Ausbruch. 5 Geländefelder gedüngt. Muss mal gerade schauen, wo das ist. Das ist, glaube ich, an der Grenze zu... Ah ja, da oben, zu Patna. Und wir haben den Beginn des Industriezeitalters eingeläutet. Nieder und beten wir. Ich weiß nicht zu wem. Oder gibt es schon einen Schutzheiligen der Ballistik? Sehr schön. Okay, das war tatsächlich der Vulkan hier oben. Gedüngte Geländefelder, zumindest drumherum, bei uns nicht, aber das ist auch gar nicht so dramatisch. Wie machen wir es jetzt? Der muss auf jeden Fall auf die andere Flussseite. Ich würde sagen... Wir sollten ihm den Weg... Ja, genau, wir sollten ihm... Wir sollten hierhin gehen. Ach, und der kann sogar angreifen, das reicht sogar. Na, dann ist es egal. Damit haben wir das auch geschafft. Und haben wir nochmal ordentlich Religion verbreitet. Sehr schön. Okay, super. So, jetzt haben wir Frieden geschlossen. Wir können jetzt eigentlich mit unseren Einheiten hier weiterziehen. Und mal bei den Maumuri vorbeischauen. Straßen wurden verbessert. Hier ist schon mal der erste angekommen. Der zweite kommt, die anderen kommen hinterher. Das funktioniert schon mal sehr gut. Hier werden wir weiter Produktion schaffen. Oh, guck mal, 7 Runden sind es noch. Das hat uns für die Diversilius-Kathedrale auf jeden Fall schon mal deutlich vorangebracht. Wir werden hier gleich nochmal ein bisschen was tun. Hier wollen wir dann auf jeden Fall eine Mine, da eine Mine. Was wir oben machen, würde ich erstmal noch auslassen. Aber hier können wir auf jeden Fall 2 Minen platzieren. Und dann hier die Weide auf jeden Fall noch. Und dann können wir den mal... in diese Richtung schicken. Hier würde ich auf jeden Fall noch meinen Bauernhof platzieren. Das würde ich freilassen. Später für Energie, für Solarfelder, für sonstiges. Da können wir uns mal schauen, was wir dann da noch machen. So, wir können wieder einen Apostel kaufen, tatsächlich. Können wir jetzt eigentlich einen Partner machen. Das klappt ja relativ schnell. In Radon würde ich jetzt das Geld nutzen, um eben halt die anderen Geländefelder noch zu kaufen. Das Vulkanfeld auf jeden Fall und dann auch noch das Waldfeld daneben. So, und wir können jetzt tatsächlich als nächstes ausbauen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt auf jeden Fall erstmal den Markt. Damit wir dann wieder einen Handelsweg bekommen. Und dann vielleicht demnächst neue Händler A nach B schicken können. So, den würde ich da ganz gerne noch den gar ausmachen. Wollen wir vielleicht dann doch nochmal eine zweite Einheit hinschicken? Damit 2 Einheiten angreifen, klingt für mich irgendwie sinnvoller. So, Forschung. Wo gehen wir als nächstes hin? Das würde ich alles mal mitnehmen, wenn wir es sowieso machen müssen, weil wir dann auf dem Weg dahin kommen. Astronomie Portaler Palast finde ich noch interessant für Diplomatie und Diplomatie-Siegpunkte, aber das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Ich schaue mal noch, dass wir vielleicht noch mal das ein oder andere den Glauben erhöhen. Die Big Ben wäre interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir den irgendwo bauen können, hat aber sicherlich interessant und wir können Kooperationen gründen, das wäre natürlich auch total interessant. Sanitätsversorgung wäre für uns interessant. Sehe ich alles sehr interessant an. Ich würde aber, glaube ich, erstmal auf tatsächlich mal gucken, dass wir vielleicht Big Ben bekommen. Plus 6 Gold, ein Wirtschaftspolitikplatz mehr. Und das wäre für unsere Zwecke schon ziemlich gut. Müssen wir bei Astronomie, Wissenschaftstheorie finde ich auch sehr gut. Und dann dahin. Das dauert ein bisschen, aber ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz, da weiterzumachen. Mumbai. Kann eine Bank gebaut werden? Oder auch ein weiterer Bezirk? Bezirk haben wir gesagt, lassen wir erstmal weg. Da würde ich dann sagen, machen wir dann tatsächlich erstmal die Bank.
Ja, anderes haben wir eigentlich auch genug. Ich sehe jetzt wieder den Taj Mahal, das Kolosseum als interessant an. Der Mont Michel, ja. Brauchen wir eigentlich erstmal auch nicht. Könnten wir natürlich bauen auf Schwemmland. Gibt uns zwei Glauben dazu, sehe ich aber irgendwie für 17 Runden nicht wichtig genug. Da würde ich dann tatsächlich eher zur Bank greifen und unseren Gold-Output erhöhen. So, ein Agra. Oh, können wir sogar die Beförderung noch machen für den? Das ist super. Dann ist der ja sogar schon fast aufgeheilt. Wunderbar. So, und die können jetzt alle mal verschanzen. So, die müssen wir auf jeden Fall erstmal hier hinschicken zum Heilen. Ich denke, das ist sinnvoll, dass die erstmal wieder fit sind. Die können dann eigentlich mit in die Riege hier mit einsteigen. Ich denke, das ist sinnvoll. Und dann werden wir hier Richtung gen Westen ziehen und mal gucken, was wir da alles noch unserer Religion zuführen können. Hier sieht es ja alles relativ sicher aus. Hier konvertiert auch alles relativ schnell. Mittler lassen wir weg. Kawa wäre das nächste, was ich jetzt machen möchte. Den Haag lassen wir nochmal weg. Wir werden hier unten die große Stadt noch nehmen. Vielleicht kommen wir dann hier sowieso relativ schnell an unseren Glauben, den zu verbreiten. Okay. So, wenn wir das dann haben, wir werden jetzt weiterhin die Handwerkerkarte noch drin lassen. Und wir müssen uns auch ein bisschen dafür rüsten, eventuell wieder in den Kriegszustand zu gehen und vielleicht nach und nach ein paar unserer Kürassiere. Ja, vielleicht werden wir das auch als nächstes machen, dass wir jetzt vielleicht uns erstmal militärisch wieder ein bisschen aufstellen. Ich habe nämlich ein bisschen Angst vor der Reaktion unserer Gegner sozusagen. So, dahin auf jeden Fall. Und dann bitte einmal Beförderung. Ablassverkäufer. Ja, machen wir dich zum Ablassverkäufer. So, ihr seid auch relativ gesichert, ne? Ihr wollt alle dahin. Du sollst auch dahin. Ihr sollt euch dann erstmal heilen. Und ihr sollt hier verbreiten, eure Religion. 120 Wissenschaft. Das ist natürlich krass, wie schnell wir da jetzt vorankommen. Beim Bekehren der Städte gibt jedes Mal auch einen Zeitalterpunkt. Das ist Wahnsinn. So, in Patna, Universität. Ja, wir hatten jetzt, glaube ich, als nächstes, wir müssen jetzt auch wirklich mal die Kapelle des Großmeisters. Wir haben ja auch Wohnraumprobleme ohne Ende. Ich sehe es gerade hier. Ja, ich glaube, die Kapelle des Großmeisters wäre schon wichtig. Ja, ich denke schon. Die Botschaftskanzlei gibt 3 Wissenschaft und 3 Glauben, wäre auch interessant. Wir können aber auch einiges kaufen. Also die Waffenkammer, also die kosten alle 1000. Wir hätten die Möglichkeit mit... ich war das mit welchem, mit wem war das denn, wo wir dann die Landeinheiten mit Gold kaufen konnten? War das schon mit Basilius, der mit Basilius-Kathedrale? Muss ich nur mal schauen, was ist, oder war das mit was anderem? Was war denn das? Dass wir Landeinheiten mit Glauben kaufen können. Ja, weiß ich jetzt, also da bin ich gerade auf dem Schlauch, wo das jetzt war. Ich habe das von irgendwo gelesen, aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr so richtig sicher, wo uns das eigentlich jetzt gerade betroffen hat. Egal. So, wir brauchen unfassbar viel Wohnraum. Wir kriegen den eigentlich durch nichts anderes. Also durch die Universität kriegen wir Wohnraum. Durch die Waffenkammer bekommen wir keinen Wohnraum. Durch die Bank bekommen wir auch keinen Wohnraum. Da würde ich sagen, bauen wir erstmal die Uni. Auch wenn uns die am wenigsten von einbringt. Aber die Kapelle des Großmeisters bringt uns einen Gouverneurtitel. Ne, wir nehmen die Kapelle des Großmeisters. Wegen Moksha. Ich möchte gerne Moksha haben. So, wo ist denn da jetzt unser... Da ist unser Volusdorf. So, die sind alle angekommen, das ist gut. Die können da auch erstmal stehen bleiben. Wunderbar, in Agra kann auch stehen geblieben werden. Wir werden uns da hier mal in das Lager verziehen eigentlich. Als Verteidigung ist das sinnvoll. Genau, was ich nämlich vorhatte war...
hier auch noch ein Lager zu platzieren irgendwo. Vielleicht dann sogar an die Küste. Und das würde dann auch zusätzlich sozusagen auch den Industriebezirk schützen. Wir müssen natürlich gucken, wie wir hier über den Fluss kommen. Der ist sehr gefährlich, aber das können wir uns ja mal überlegen, ob wir das langfristig so bauen wollen oder ob wir es lassen. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich eine ganz gute Idee. Wie gesagt, ein Campus wäre auch noch möglich. Ah, und schaut mal, jetzt haben wir auch das hier. Wir haben das alles dazu bekommen. Wir brauchen uns jetzt keine Gedanken mehr machen. Sehr schön. Okay. Gut, also, Ziel ist klar. Denke ich mal. Handwerker ist auch unterwegs. Die Basiliskathedrale ist in 6 Wochen fertig. Das wäre wichtig, wenn die es schafft, fertig zu werden. Und dann müssen wir überlegen, ob wir nochmal einen Handwerker uns kaufen, ob wir die nochmal verlängern oder ob wir jetzt tatsächlich dann Richtung Einheitenverbesserung gehen. Fände ich persönlich auch nicht schlecht. Wir haben ja genug Eisen und sammeln auch relativ viel Eisen. Und so ganz vertraue ich den Polen eigentlich auch nicht, dass da nicht doch noch mal irgendwann was passiert. Denn alles gegen die Natur ist auch gegen die Vernunft. Und was gegen die Vernunft ist, ist Unsinn und zu verwerfen. Gut, Politik können wir gleich ändern. Wir schauen uns das alles gleich in Ruhe mal an, wo wir jetzt dann auch weitermachen wollen und so weiter. Wir können noch einen Apostel kreieren. Das würde ich auch gerne noch wahrnehmen. Wir sollten das machen, solange wir es, ich sag mal, solange das Ganze doch recht günstig ist. Ach so, wir könnten einen davon auch da heilen, ne? Aber tatsächlich, das geht, glaube ich, so schnell. Ich würde sagen, das machen wir hier. Die schicken wir dann nicht extra noch in eine andere Stadt und so weiter. So, das geht relativ fix. So, also hier ist ja alles passiert. Ich würde sagen, wir ziehen einfach mal weiter. Ja, das ist jetzt eine kleine Strecke, die wir laufen müssen, aber ich denke, eigentlich sollte das kein Problem sein. So, wie machen wir hier weiter? Aufklärung ist erforscht. Ich würde sagen, tja, Bauwesen. Handwerker haben nochmal zwei Bauaus. Achso, das ist das mit der noch besseren Karte. Ich würde tatsächlich versuchen, jetzt relativ schnell ein paar Gouverneurtitel zu bekommen. Das wäre mir jetzt gerade relativ wichtig. Also deswegen würde ich fast sagen Bauwesen, weil wir hier Sachen haben, die wir schon relativ schnell erforscht haben. Das wären 14 Runden insgesamt. Nationalismus braucht 15. Dann würde ich sagen, Bauwesen ist interessanter. Wir kriegen nochmal Dreieckshandel. Das wäre wahnsinnig wichtig für uns. Überlegt mal, wie viel Gold und Glauben wir dadurch generieren würden. Das wäre eine super gute Sache, gerade für uns. Und genau. Ja, wir machen das. Wir gehen Richtung Merkantilismus und Bauwesen. So, dann sind das jetzt 5 Runden. Können wir in 5 Runden nochmal einen Handwerker kreieren, der uns nochmal, ich sag mal, eine Mine oder irgendwas dann ausheben kann? Und wie wichtig ist uns das vor allem auch? Wie wichtig ist uns jetzt ein Handwerker oder vielleicht eher die Einheitenverbesserung, die ich auch ganz interessant finde? Wir brauchen, müssen sowieso mal schauen, brauchen wir diese Loyalität in Radom überhaupt noch? Das sollten wir vielleicht als allererstes mal checken. Wie viel plus Loyalität bekommen wir denn hier in der Stadt? 1,8, das ist im Moment nicht viel. Wenn wir diese Loyalitätskarte rausnehmen, dann haben wir minus 0,2. Das ist eigentlich zu wenig. Das heißt, die Loyalitätskarte müssen wir noch drin lassen. Der Einheitenunterhalt gibt uns noch eine ganze Menge Gold. Den sollten wir auch nicht weglassen. Wir haben neue Karten bekommen. Rationalismus. Ja, wir können hier Gold, wir können hier ordentlich ohne Glauben auch abgreifen. Nachbarschaftsbonus und so weiter. Das ist schon eine ganze Menge, was da alles möglich ist. Schwierig. Also der Punkt 1 ist, ich würde unseren Wirtschaftsslot auf jeden Fall gerne jetzt Richtung Gold schieben, denn damit wir mehr Gold einfach haben. Die Wissenschaft bekommen wir durch die Bekehrungen. Das können wir erstmal lassen. Deswegen wäre mir das jetzt ganz wichtig mit dem Nachbarschaftshandelsbezirk von den Geschichten. Und beim Militär wäre ich den schon mit dem und Einheitenverbesserung jetzt nicht ganz abgeneigt. Ja, würde ich sogar auch machen. Das machen wir. So, wie viel kostet denn die Aufwertung zu einem Kürassier? 215 Gold nur noch. Ja, das machen wir ja sofort.
Auf jeden Fall. Die kriegen dann auch direkt ihre Beförderung und alles Mögliche. Also das sollten wir auf jeden Fall machen. Das Eisen dafür ausgeben. Das machen wir jetzt 5 Runden lang. Wir nehmen jetzt erstmal die ganzen Einheiten, die hier unten sind. Und dann packen wir die Karte wieder um. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns. Dann... Ja, können die schon weiterziehen oder lassen, warten wir noch? Ich würde ganz gerne noch warten. Ich würde gerne mal warten, wie lange hier unsere Sachen noch reichen. Genau, die sollen sich erstmal noch ausheilen. Wir könnten natürlich schon mit denen anfangen, aber ich denke mal... Den Disputanten, den wir haben... jetzt müssen wir mal schauen, wo ist das denn? Wo ist der Disputant? Wir müssten jetzt eigentlich in den Kampf gehen damit, weil eigentlich, ich sag mal so, jetzt oder nie, das ist er hier. Den möchte ich gerne zu dem anderen Disputanten haben. Ich will die ganz gerne mal an einem Ort haben. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach schon an mit den Verbreitungen. Denn jetzt haben wir auch gerade die Stärke unseres Glaubens. Das sollten wir dann schon auch nutzen. Genau, ihr sollt auf jeden Fall weiter ausruhen und reparieren. Genau, und ihr sollt dann weiter nach unten ziehen. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. So, das... Ja, der kann eh nicht weiterlaufen, ne? So, hier wollen wir mal... Eigentlich wollen wir den mal platt machen hier. Dann hier weiter nach oben ziehen, damit wir die andere Einheit auch platt machen, damit hier gar nichts mehr anbrennen kann. Dass das auf jeden Fall schon mal sicher ist. Hier sieht es doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Und dann gehen wir nochmal in die nächste Runde. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Astronomie macht viel mehr Spaß, wenn man kein Astronom ist. Also Forschung gemacht. Kolonialismus hat große Fortschritte gemacht. Wir können den nächsten Apostel rekrutieren, also befördern. Redner ist ganz gut. Den packen wir dann mit hier hoch und dann nutzen wir das, um hier die Städte nacheinander dann zu bekehren. Klappt der hier schon mal? Im Gänsemarsch ganz gut, den schicken wir nach. Den schicken wir runter. Die heilen sich hier ganz gut aus. Eisen könnten wir verkaufen, wollen wir aber nicht. Wir wollen jetzt weiter hier unsere Einheiten verbessern. So, der Händler, der soll natürlich wieder nach Patna zurück. Die kriegen jetzt nach und nach alle neue Handelsverträge, das ist super. Dann auch da bitte eine Mine. Und dann würde ich sagen, ziehen wir hier mal so ganz vorsichtig nach oben und gucken uns das hier mal in Ruhe an. So, Sumpf einmal bitte trockenlegen. Gibt 92 Nahrung. Macht die Stadt auf jeden Fall nochmal ein bisschen attraktiver hier. Wahnsinn mit Nahrung und sowas. Das ist ja... Auch ganz schön heftig. Siedler haben wir hier. Okay, das ist interessant. Und da ist die nächste Stadt. Und da ist natürlich auch noch überall Katholizismus, der, ich sag mal so, an sich weg muss. Und den müssen wir auf jeden Fall auch noch verhindern. So, und dann erlaubt uns eine Botschaft und auch Abstand einzurichten. Ja, eure Botschaft ist sehr willkommen, das ist gut. Die Maori finden uns, glaube ich, inzwischen dann doch ganz gut. Es gibt ein bisschen mehr Gold, ein bisschen mehr diplomatische Sicht, finde ich alles ganz gut. Wenn wir da ein bisschen bessere Beziehungen auch schaffen, ich denke, das ist uns, hilft uns langfristig auch weiter. So, die Renaissance endet in 8 Runden, das ist in Ordnung. Und da habe ich gar nichts dagegen. Na, jetzt komm, jetzt hat er sich da... dahingestellt. Ach, guck mal, das doch noch.
Das Barbarencamp. Ich hab's noch. Und die Linieninfanteristen sind ganz schön stark. Ich glaube, wir müssen mal hier vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig den Rückzug antreten und die beiden auch noch zu Kürassieren machen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Das ist gefährlich hier. Okay, Bank. Ich würde sagen, wir geben es weiter auf die Bank. Ich will weiterhin relativ viel Geld generieren. Und das ist wichtig für unsere Entwicklung. Und jetzt geht's hier weiter. Damit haben wir einfach mal 200 Wissenschaft abgegriffen. Wahnsinn. Und wir können jetzt hier versuchen, nach und nach alle deutschen Städte einfach zu konvertieren. Zumindest die großen Städte. Ich sag mal bis Trier, vielleicht sogar bis Dortmund. Und dann Bremen wird sich wahrscheinlich selbst konvertieren. Und dann auf jeden Fall Richtung Köln und Mainz, dass wir hier sozusagen eine kleine Bresche schlagen und dann hier runtergehen. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, dass wir hier sehr, sehr gut vorankommen werden. Ja, mehr Wohnraum in Jalalpur wird hier auch benötigt. Den haben wir schon bewegt. So, und Kola natürlich weiter nach Patna. Klar, die sind, glaube ich, alle relativ klar, was wir mit denen machen. Hier geht es dann mal weiter nach München. So, da hat sich jetzt eine Stadt gegründet. Die wird ja wahrscheinlich dann von selbst aus sich bekehren. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ich würde aber gerne nochmal wissen, ob hier weiter südlich noch irgendwo eine Stadt ist. Wir sind hier gerade dabei, so ein bisschen auch mit den Aposteln. Ja, nee, das sieht nicht so aus. Ja, gut. Und hier, die werden alle nach und nach alle hier konvertieren. Ich glaube, da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Okay, ich würde sagen, eine Runde. Ach, wir haben noch Zeit. Meine Güte. Das läuft ja hier recht entspannt. Okay, so, du bist jetzt schon fast da. Du bist fast ausgeheilt. Das ist sehr schön. Ja, wir lassen dich erstmal hier stehen. Alles gut. Du kannst dann erstmal da stehen bleiben. Ah, Mist. Und ich wollte hier noch die. Das müssen wir jetzt in der nächsten Runde machen. Die müssen wir unbedingt zu Kürassieren verbessern, weil sonst werden wir hier keinen Spaß Wenn die haben. Fakten nicht zur Theorie passen, ändere die Fakten. Wir werden jetzt auch den hier nochmal zurückschicken hier. Den werden wir jetzt auf jeden Fall mal zu Kürassieren verbessern. So. Ja, mehr Wohnraum mit Partner bestätigt, Kauf mit Glauben möglich. Wir können nochmal einen Apostel kriegen. Wir machen das jetzt einfach auch. Wenn was geht, dann machen wir das auch. Wir gehen da jetzt absolut in die Offensive. Wir haben jetzt auch die Stärke im religiösen Kampf. Ich habe jetzt auch ehrlicherweise gar nicht so viel Bedenken, wenn da jetzt irgendwas kommt. Wir werden da jetzt einfach recht skrupellos. Nach und nach alles hier zu unserer Religion. Und da zack, München auch. Das ist so viel Wissenschaft. Das ist so krass. Also Fest ist so ein unfassbar guter Stadtstaat. Jetzt hier mit den Bekehrungen, was wir jetzt an Wissenschaft generieren, ist ja Wahnsinn. Das macht gerade richtig Laune, das Spiel hier. So, der ist jetzt geheilt und der andere ist auch fast geheilt. Okay, dann können wir den mal hier runterschicken, dass wir die so ein bisschen besser platzieren und den hier hin. Dann sind die nämlich auch schon wieder fertig und mit denen gucken wir nochmal sicherheitshalber Richtung Süden, ob hier nicht wirklich doch noch irgendwas ist, aber es sieht tatsächlich nicht so aus. Dann würde ich fast sagen, geben wir die mit dazu, oder? Das sind nicht mehr viele Verbreitungen hier. Ja, wir können vielleicht. Es ist einfach. Ich finde das halt wirklich verschenkt, jetzt hier noch hier eine Sache reinzugeben. Den Haag wäre interessanter. Wird aber vielleicht auch so kippen. Ich weiß es nicht. Gehen wir nochmal in die nächste Runde. So, Weltwunder wurde gebaut. Die Universität von Oxford. Die kann uns egal sein. Die wollten wir eh nicht bauen. In Runde 162. Viel interessanter ist, wie lange brauchen wir noch für die Basiliskathedrale eigentlich? Die müsste doch auch bald fertig sein, oder? 3 Runden noch, okay. Gut, dann. Einheiten zur Beförderung. Ja, das wissen wir. Die schicken wir natürlich auch wieder gern Westen und gucken mal, was der hier für eine Beförderung bekommt.
Bekehrer ist super. Bekehrer ist perfekt für unsere Zwecke. Wir machen weiter mit Aachen, würde ich sagen. Manchmal ist es auch komisch, wie die dann sich so bewegen, ne? Die Einheiten. Ja, genau. Du kommst einfach. Du kannst schon mal Richtung Ulm gehen, glaube ich. Ich glaube, du bist. Und ich glaube, dich kann ich da auch schon hinterher schicken. Das geht jetzt richtig fix gerade. Und tja, was machen wir mit. Was machen wir unten mit euch? Konvertiert in 10 Runden. Ne, okay, das brauchen wir dann wirklich nicht. Den Haag wäre interessant. Weiß ich nicht, was die. Aber Wilhelmina mag uns eigentlich gerade auch. Das heißt, eigentlich sollten wir das jetzt tatsächlich auch nutzen. Da sind wir auch in der Allianz gerade mit denen haben. Sollten wir das vielleicht tatsächlich. Den Haag gehört auch derzeit zu den Maori. Die können wir auf jeden Fall noch mit 2 Einwohnern schnell konvertieren. Dann ist da auch Ruhe. Dann haben wir auch den Druck aus Mittler. Das passt eigentlich ganz gut. Wir haben überall Wohnraumprobleme. Das ist tatsächlich ein Problem. Tempel oder Bank? Oder Aquädukt? Aquädukt für Wohnraum in 5 Runden. Machen wir. Ja, ihr seid als alle auskuriert, ne? Ihr seid alle. Ja, fast. Fast auskuriert. So, dich werden wir auch nochmal upgraden. So, dann werden wir dich die Runde nochmal heilen. Und dann sind wir, glaube ich, hier bald fertig. Und dann haben wir eigentlich schon relativ, naja gut, wir haben noch einige Einheiten, die wir nicht zu Kürassieren gemacht haben, aber ich denke, das ist insgesamt okay. Ich würde sagen, da sollten wir jetzt nicht zu viel investieren. Wir könnten nach dem Merkantilismus aufhören und dann das Gold wieder für andere Zwecke verwenden. Also so sieht es im Moment aus. Die religiöse Karte hat sich doch jetzt schon, erstreckt sich jetzt doch schon Richtung, weit Richtung, ja, anderen und fremden Zivilisationen. Nächste Stellen wären jetzt tatsächlich Deutschland zu konvertieren, also das Heilige Römische Reich unter Ludwig dem Zweiten und oder Ludwig dem Ersten, ich weiß gar nicht. Ist das eigentlich der Erste oder der Zweite? Ludwig der Zweite, genau. Und dann, ja, Inka, Maori und die Holländer noch zum Hinduismus zu bekehren, damit die Inder hier die Weltreligion haben und damit hätten wir das Spiel gewonnen. Der erste Religionssieg unserer Sith. Karriere, wollte ich gerade sagen, des Liedermarathons. Und es läuft wirklich sehr gut. Es macht wahnsinnig viel Spaß, diese Partie. Also, wie immer, natürlich im Anschluss daran, wenn wir hier fertig sind mit der Partie, wird der Seed natürlich veröffentlicht, auch mit der KI zum Nachspielen. Schreibt dann gerne mal das in die Kommentare, wenn ihr den einen oder anderen Seed mal ausprobiert. Übrigens, guckt einfach mal ins Google Docs Dokument. Da sind alle Seeds hinterlegt aus den bisherigen Partien, die wir gespielt haben. Probiert das gerne mal aus, schreibt eure Erfahrungen und als Kommentare hier rein. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Die nächste Folge kommt dann am Sonntag. Ja, also bis dahin, ich wünsche euch ein schönes Wochenende an dieser Stelle schon mal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!